Zuletzt bei Super Paper Mario. Dimensio überfiel uns im Merlons Haus und beendete unser aller Spiel. Das bedeutet allerdings nicht, dass es vorbei ist, sondern wir landeten in unten drunter, der Totenwelt. Hier konnten wir Königin Mortimi dabei helfen, ihre Tochter wiederzufinden, wodurch sie unser versteinertes, reines Herz revitalisierte und uns wieder zurück in die Welt der Lebenden schickte. Peach und Bowser sind allerdings immer noch verschwunden, aber gemeinsam mit Luigi als neuen Partner suchen wir nun die nächste Herzsäule für das reine Herz. Einen angenehmen guten Tag, meine lieben Freunde. Der frisch gebräunte Hübi ist zurück aus seinem Urlaub und wir nehmen jetzt direkt zusammen eine Folge Super Paper Mario auf, denn ich habe im Urlaub mehr oder weniger sehr aktiv eure Kommentare gelesen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jeden Kommentar von allen Folgen gelesen habe, aber ich habe wirklich einiges an Tipps und Tricks aus den Kommentaren mitnehmen können. Und das erste war, dass ich mich hier oben mal umgucken soll. Und zwar bei diesen Blöcken mit Tippi, weil... Ah, da ist... Da haben wir doch auch schon was. Weil hier bei diesen scheinbar bedeutungslosen Blöcken kann man sich wohl mit Tippi einen Weg bauen. Und das werden wir jetzt gemeinsam direkt probieren. Weil mich das, wohl oder übel, zu irgendeiner, oh Gott, zu irgendeiner Form von Secret bringt. Und dann habe ich auch noch weitere Infos bezüglich der Rezepte, bezüglich des Casinos und. Also ich habe wirklich einiges aus den Kommentaren mitnehmen können. Danke, dass ihr mir da so tatkräftig zur Verfügung steht. Und nochmal fettes Danke, dass ich bisher wirklich in keinen einzigen Spoiler bisher in den Kommentaren gelaufen bin. Wirklich großartig. Also ich sag mal, dieses Projekt pendelt sich ja wirklich bei, sagen wir mal, roundabout 7000 Zuschauern pro Folge ein. Das ist unglaubliches Feedback. Ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Und wirklich so eine nette, freundliche und auch hilfsbereite Kommentarkultur. Das ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und das macht diesen Zweitkanal einfach nochmal so ein Ticken besonderer, als er es sowieso schon ist. Und wie lange geht denn jetzt bitte hier dieses Spielchen? Weil ich nicht weiß, wie lange ich das hier noch schaffe. Aber wir sind da, Freunde. Und das ist... Eine Kochdisk! Kochdisk Nummer 2. Eine Datendisk für den Rezeptmeister. Und das ist genau eine der Sachen, die ich mir geschrieben habe. Denn dieses ganze Rezepte sammeln, wie ich es bisher immer gemacht habe, das ist gar nicht notwendig, weil wohl alle Rezepte über diese Disks sammelbar sind. Das ist sehr schön. Das macht nämlich meinen Kopf etwas freier, was das Item-Management angeht. Weil bisher habe ich ja wirklich versucht, immer alles selber zu kochen und mir irgendwie so grob zu merken, so was zur Hölle muss ich eigentlich noch tun, was muss ich nicht tun und. Sehr, sehr, sehr angenehm, dass man jetzt hier wirklich wohl alle Rezepte einfach hier über diese Discs bekommen kann. Das heißt, wenn ich 6 oder 7 Collectibles hier einsamle, ich weiß gar nicht, ich glaube 7 Kochdiscs gibt's oder vielleicht sogar 8, ich bin mir echt nicht sicher, dann bin ich wirklich in der Lage, hier an alle Rezepte ranzukommen. So, und ihr habt noch gesagt, warte mal, hier soll noch irgendwo eine drin sein, wartet mal, bei dieser alten Frau, ich guck mal. Ist hier was? Nee, ne? Oder haben wir hier schon mal was gefunden? Kann ich hier in die Vase gucken? Nee. Okay, alles gut. So, nicht so schlimm. Ich dachte mal irgendwo gelesen zu haben, dass ich bei dem Haus mit dem alten Mann was tun muss. Aber kann auch sein, dass ich mich da verlesen habe oder dass das später noch wichtig ist oder I don't know. So, jetzt bringen wir aber hier diese Kochdisk hier hin. Sei gegrüßt, ich begrüße dich in der Hightech-Datenbank für Nahrungsmittel. Ich bin der Rezeptemeister. Du besitzt Kochdisks 2. Setze sie ein, um meinen Speicher zu füllen. Und ich begrüße auch den tierischen Freund, der mich hier wieder in meiner Aufnahme besucht. Yes, ich möchte sie einsetzen. Datenupdate erfolgt. Datenbank erweitert. Bitte wähle das Rezept. Damn. Sehr schön. So. Dann wollen wir doch jetzt mal in unser Rezeptbuch gucken. Das Rezeptbuch haben wir hier. Exakt. So, warte mal. Genau, Rezepte. Wir haben trotzdem nur 19 von 96? Warte mal. Muss ich mir die noch angucken? Guck mal, wenn ich jetzt hier vielleicht A drücke... Ah, hier, Rezepte 2. Ist das alles in Kochdisk 2 drin gewesen?
Warte mal, das hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und das ist 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Das müsste dafür stehen, dass es, glaube ich, 7 Discs gibt, rein mathematisch. So, aber, es ist aber jetzt so, nur damit ich das richtig verstehe, ich muss die Rezepte trotzdem noch kochen. Na, also, ich habe jetzt die Anleitung von diesen Discs bekommen, aber sozusagen dann, ich muss es aber auch nochmal produzieren lassen, damit ich sozusagen dann den Eintrag im Buch bekomme. Verstehe ich das richtig? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwas falsch verstehe. So, dann wollen wir nochmal einen ganz kurzen Ausflug machen. Das Problem ist, ich bräuchte halt am besten 300 Münzen, dass ich mir diese Röhre nach Flopstadt machen könnte, weil das frisst halt schon verdammt viel Zeit. Aber da kann ich jetzt nochmal die Chance nutzen, um mit euch jetzt mal ganz kurz über das Casino zu reden. Denn da habe ich mich ja beim letzten Mal etwas beschwert, dass ich das etwas, ja, nennen wir es mal Scam finde, weil du wirklich durch diese Games super schwer an die Coins rankommst, die du benötigst. Und das hat mich etwas gefrustet, muss ich zugeben. Es scheint aber wohl so zu sein, dass alles, was im Casino ist, nicht zu den 100% gehört. Was da ja für uns interessant war, war ja diese Gegnerkarte, ich glaube Suselwuselkarte oder so, für 500 von diesen Casino-Coins. Den Gegner treffen wir wohl aber auch in freier Wildbahn. Bedeutet, dass wir quasi diese Karte nicht brauchen. Und dann waren da ja noch diese KP Plus und Angriffs Plus. Aber das sind Items, die da quasi unendlich häufig drin sind. Bedeutet für uns, dass wir die nicht für die 100% brauchen, weil woran willst du denn messen, ob man alles hat, wenn es das Item quasi unendlich häufig gibt, ne? Also das sind alles nur optionale Items im Casino. Und das freut mich sehr, weil da muss ich diesen Ort einfach nie wieder betreten. Und da hatte ich nämlich auch absolut keine Lust zu. Das nimmt mir ein bisschen die Angst vor den 100%, muss ich zugeben. So, jetzt will ich hier mal ganz kurz, da ist die kochende Dame, jetzt schaue ich nochmal kurz hier rein. War vielleicht der alte Mann hier irgendwie gemeint? Ich meinte irgendwas mit 3D-Ansicht beim Haus mit dem alten Mann. Kochdisk Nummer 4. Ich dachte doch, irgendwas habe ich doch da in den Kommentaren gelesen gehabt. In Flopstadt im Haus, wo der alte Mann davor steht, Freunde. Hier bekommt ihr was. So, und es scheint wohl auch so zu sein, dass diese Blöcke, die wir gerade erscheinen haben lassen, auch in Flopstadt da sind. Das heißt, eventuell kriegen wir jetzt gleich noch eine Kochdisk. Was halt irgendwie super cool ist, weil ich bisher von diesem Item fast nichts mitbekommen habe. Beziehungsweise, wir haben ja nur einmal eine Kochdisk bekommen, quasi ganz am Anfang von der Frau, wo wir in dieses DS-System überhaupt so eingeführt wurden. Aber jetzt läuft das alles hier. Aber warte mal. Ah, ich muss ja in diesen Außenbezirk. Und dann ist unsere Aufgabe heute auf jeden Fall, dass wir noch... Da hinten ist der Dude, der 300 Münzen, den ich nicht habe. Und dann ist ja unsere Aufgabe heute noch, dass wir an... warte mal, was ist hier? Ja, ich wollte gerade sagen, da muss doch was sein. Dass wir die Herzsäule finden müssen. Na, das müssen wir jetzt heute auch noch tun. Und da weiß ich ja gar nicht, wo die ist. Ich vermute, irgendwo im Untergrund, irgendwo mit der Fähigkeit von Luigi. Irgendwo müssen wir sehr, sehr weit nach oben hüpfen. Da müssen wir dann einfach mal gucken, was abgeht. So. Und dann spielen wir jetzt dieses Spielchen hier nochmal. Das ist basiert natürlich darauf, dass wir jetzt hier viele präzise Sprünge hinbekommen. Und das Ding ist, Mario slidet immer noch so nach der Landung, als ob er so Luigi aus Mario, aus Luigi U wäre. Ne? Also er hat wirklich immer noch so ein... Oh, okay. Andere Anordnung der Blöcke. Also hier wirklich eine ganz eigenartige Sprungphysik. Überleg gerade, kann ich hier vielleicht sogar noch den zweiten Block erscheinen lassen? Ja, kann ich. Wunderbar. So. Da ist der schwarze Turm. Und es geht hier wirklich nur geradeaus für uns weiter. Ich weiß nicht, ob das auch eine Kochdisk ist. Aber mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass... Also ich wusste ja beim ersten Mal nicht, dass es eine Kochdisk ist. Mir wurde ja nur gesagt, dass da ein Secret ist. Aber das haben wir jetzt herausgefunden, ne? So. Also, Moment. Dann probieren wir das nochmal. Ich weiß nicht, ob es einfacher wäre, wenn ich Peach nehme. Weil die hat ja dieses Gleiten. Das würde ich glauben. Ich weiß nicht, ob das präzise Springen hier irgendwie einfacher machen würde. Aber man muss halt auf jeden Fall in der Luft immer noch so ein bisschen...
quasi umdrehen, weil sonst Mario direkt weiterdüst. So, es geht hier für uns immer noch geradeaus weiter. Also nicht nach oben, wie auf der anderen Seite. Spiel! Boah, das ist nicht ohne, Geist. Das ist nicht ohne. Das ist echt eine ewig lange Sprung-Challenge. Und vor allem, also wofür? Also ich habe das Ziel halt noch gar nicht gesehen. Muss man jetzt an der Stelle auch einfach mal sagen. Ja. Ja. Oh, wie lang das geht. Wie lang das geht. Geht's irgendwo nach oben? Nee. Ah, hier geht es dann aber nach oben weiter. Okay, aber hier ist nochmal ein Block. Mhm. Jetzt cutte ich euch. Okay. Guys, ich bin oben. So, Bobo, du bist im Bewegungssensor, Bro. So, genau. Die Sprünge sind echt, echt übel, Freunde. Vor allem der unten, weil der Abstand so klein war. Es war so schwer, da irgendwie die Sprungdistanz zu berechnen. Aber jetzt wieder am Start. Auf jeden Fall eine deutlich, ja, das ist es. Eine deutlich schwierigere Sprung-Challenge als in Flipstart. Und hier ist sogar tatsächlich noch eine Kochdisk. Nummer 3. Dann haben wir jetzt tatsächlich Kochdisk 1 bis 4. Das ist sehr, sehr, sehr strong. Aber die ganzen Zutaten muss ich halt trotzdem noch farmen. Ne? Das ist halt so der Punkt. Aber nicht so schlimm. So mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Eines nach dem anderen wird eingesammelt. So. Und jetzt gehen wir hier in den Außenbezirk, würde ich vorschlagen. Und dann suchen wir jetzt einfach mal hier nach Secrets. Vielleicht nach der Herzsäule. Ich weiß nicht genau, wo sie sich befindet. Aber mit Luigi an unserer Seite sollten wir auf jeden Fall in der Lage sein, deutlich mehr hier unten zu erkunden und vor allem halt auch an höhere Punkte zu kommen. Ja, das ist die Sache. Also wir können jetzt auf jeden Fall deutlich höhere, wie nennt man das? Spots, Ebenen, Plattformen erreichen. So kann man es, glaube ich, nennen. Okay. So, hier ist eine Röhre, die ich nehmen kann. Schauen wir einfach mal nach. Ich lasse mich jetzt hier überraschen. Ich bin hier sehr entspannt. Wenn ich hier nichts finde, dann werde ich nach Flipstadt gehen. Da werde ich mit Sicherheit auch wissen. Aber da könnte ich halt zum Beispiel jetzt schon hochkommen. Maybe. Das ist es doch schon. Oder? Das ist es doch schon. Zack. Genau. Zack. Und da können wir es auch schon einsetzen. Das würde ich doch mal sagen, ne? Ist sehr zielgerichtetes Gameplay, meine lieben Freunde. Yes. Sau gut. Bevor wir jetzt aber dann ins nächste Kapitel düsen, Friends, werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen... Backtraining betreiben. Okay, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich habe ganz kurz was eingestellt. Hier ist auf jeden Fall die nächste Tür. Und das war's auch schon. Das siebte. Nur noch ein weiteres reines Herz. Wir müssen schnell sein. Wir müssen Blumiere aufhalten. Hat sie gerade Blumiere gesagt? Was habe ich gerade? Blumiere? Moment, wer ist das? Was rede ich? Mhm. Unsere Theorie, na, dass das Blumiere und, also dass quasi Graf Knickwitz und sie dieses Beziehungspaar sind, wo die Beziehung irgendwie so aufgehalten wird, die bestätigt sich jetzt immer mehr. So, und ich werde jetzt an der Stelle einfach mal auf meine Rückzugsröhre zurückgreifen. Haha. Um mir jetzt auf jeden Fall mal wieder hier den Weg zu ersparen. Ja, zurück zu den Leveln. Und der Punkt ist, wir müssen noch die Kochdisks abgeben. Und wie gesagt, ich möchte ein bisschen Backtracking betreiben. Und ich bin mir nicht ganz... Ich will zum Baum. Boah, warte mal. Kapitel 1 war die Anfangswelt. Das ist klar. Kapitel 2 war die Villa. So. Aber war vielleicht die Villa schon das, was ich brauche? Boah, Freunde, ich bin so raus, ne? Nee, warte mal. Ich muss zum Nerdschloss. War das Nerdschloss Kapitel 3? Die Bitlande, ja genau. Und da gehe ich jetzt nämlich in Kapitel 3, das war der Baum. Denn beim Baum am Anfang war ja so ein kleines Haus. Wir sind ja häufiger in unseren Abenteuern immer auf so kleine Türen gestoßen, die wir nicht betreten konnten. Ne? Aber da wir ja jetzt das passende Pixel haben,
können wir diese Türen betreten? Und ich glaube, die waren immer ziemlich am Anfang. Genau hier. Genau hier, meine lieben Freunde. So, und jetzt schauen wir mal nach, was hier abgeht. So, dafür brauchen wir hier Zippy. Bester Mann. Und Zippy kann ich jetzt mal schön klein machen. Und dann kann ich hier in diese Tür reingehen. Was geht hier ab? Was steht hier? Hallo und willkommen im winzigen Lebensmittelgeschäft Klitzebitz. Schön, dich zu sehen. Okay, ich kann was kaufen bei ihm. Oh, what? Ich kann hier Zutaten kaufen. Oh, okay. Das wird mir auf jeden Fall helfen beim Komplettieren der 100%, also beim Sammeln der Rezepte. Weil gerade diese Wurzeln, wurde mir gesagt, brauche ich sehr, sehr, sehr häufig. Ja, und wenn wir damit natürlich jetzt uns quasi unendlich Wurzeln, für Münzen natürlich, holen können, spart uns das natürlich einiges an Sammelarbeit. Cool. Okay, aber dann gehe ich mal davon aus, dass die anderen Türen wahrscheinlich auch nur so Shops sind. Also ich dachte, dass da vielleicht auch eine Kochdisk drin ist oder irgendwelche richtig relevanten Items, aber ich glaube, das hat sich dann damit erstmal erledigt. Okay, dann gebe ich jetzt noch fix die beiden Rezepte ab. Und ich meine, theoretisch könnten wir auch noch Items verkaufen, um halt an die 300 Münzen ranzukommen. Aber na, die Röhre nach Flopstadt, die bauen wir uns noch. Ich meine, so Oberwelt komplettieren und so weiter, das steht ja alles noch auf unserer To-Do-Liste. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir jetzt quasi erstmal uns um die weiteren Kapitel kümmern. Ganz wichtig. Und dann im Anschluss quasi uns mal, vielleicht bevor wir das letzte Kapitel betreten, bevor wir ins achte Kapitel gehen, vielleicht dann mal gucken, was wir alles schon mal so sammeltechnisch machen können. Weil ich meine, nach dem Final Bossfight wird mit Sicherheit noch ein bisschen was auf uns warten, komplettierungstechnisch. Aber dass wir da dann vielleicht schon mal eine gute Session einlegen können, in der wir quasi dann noch mal ein bisschen hier die Road zu 100% schon mal ein bisschen komplettieren können. So. Ich habe Kochdisk 3, richtig? Zack. Und ich habe Kochdisk 4. So sieht's aus. Na, da zum Beispiel jetzt hier ein Pilzkrepp. Wenn ich jetzt hier bitte auswählen sage. Zutaten, Backmischung und Pilzmix. Backmischung und Superpilzmix. Backmischung und milder Kakao. Backmischung und großes Ei. Okay, ich brauche sehr viele Backmischungen. Pfirsich und Pilzkrepp, ja, das ist halt, müssen wir halt alles nachkochen. Ich glaube, da werde ich mir einfach mal eine große Liste an Zutaten schreiben, die ich brauche. Das werde ich mir alles schön säuberlich rausschreiben. Und dann werden wir da mal eine gute Backstation einlegen. Okay, so, dann können wir aber jetzt ja direkt wieder unser Item verwenden. Genau, und können wir sie mich direkt wieder hoch zu den Türen bringen. Und dann starten wir doch auch noch Kapitel 7.1. Das könnte ein XXL-Part werden, ziemlich sicher. Aber wir schauen jetzt hier einfach mal rein, weil ich will euch jetzt natürlich hier einfach nicht so, jetzt nicht einfach so abspeisen, Freunde, ne? So einer bin ich ja nicht. Was geht hier ab? Dimensios brutaler Angriff hat der Mario und seine Freunde getrennt. Luigi hatte er zum Glück wiedergefunden, aber keine Spur von Peach und Bowser. Wo waren sie nur? Und welche neuen Gefahren würden auf sie lauern? Es war an der Zeit, durch die siebte vom reinen Herzen geöffnete Tür zu gehen. Und wieder erblickte Mario einen Albtraum von einer Landschaft vor sich. What? Unterirdische Erholung. Okay. Ist das so eine Art Giftgegend? Die Mucke klingt auf jeden Fall sehr nach Gifthöhle. Das erinnert mich an New Super Mario Bros. Wii, ein ganz, ganz grandioser NSMB Wii-Hack, wo es auch so eine Gifthöhle als Welt gab. Nee, es ist tatsächlich, wir sind immer noch tot. Das führt uns tatsächlich wieder nach unten drunten. Es ist so dunkel. Ich frage mich, welche Art von Welt das hier ist. Was ist denn, Mario? Huch! Das ist also dieses unten drunten, von dem du zuvor gesprochen hast? Ich frage mich, warum das reine Herz uns hierher geführt hat. Na, ich vermute mal sehr stark, weil es hier vielleicht nochmal ein reines Herz gibt, aber wir waren hier schon. Warte mal, konnte ich mich hier nicht heilen? Ja, so sieht's aus. Zack, da sind wir auch schon wieder geheilt. What the fuck? Warum sind wir wieder hier? Wie darf ich mir das vorstellen? Also kommen jetzt neue Gebiete? Oder ist jetzt im bereits Bekannten was los? Sehr, sehr spannend. Aber geile Musik.
Aber hier oben waren wir, meine ich, auch schon. Es ist sehr, sehr interessant. So, jetzt nehmen wir uns hier erstmal den Pixel. So, den Heaten. Oh, das bringt uns gar nichts. Damn, guys. Ich weiß irgendwie nicht, wie ich jetzt hier mit am besten umgehen soll. What? Ich krieg sogar Damage von dem, der am Boden liegt. Was soll das denn? No, ich hab wieder auf die Fresse bekommen. Oh, Freund, ich kasse hier böse. Ich will nicht in den Stacheln landen, danke. Zack. Hier war einfach nur Cash. Und dieser Dude hier bringt uns sogar ein Level ab. Starke Sache. Und der heilt sogar Vergiftung. Sehr angenehm. Ich weiß übrigens nicht, ob dieser Weg hier oben lang jetzt in irgendeiner Art und Weise richtig ist. Ne? Also ob ich das jetzt hier tun muss oder so. Ich meine, ich mach's jetzt einfach. Vor allem, weil es sich noch mal einen schönen Geldregen für mich gibt. Den ich natürlich immer gut gebrauchen kann. Gerade... Oh, verdammt, wie ich von denen immer auf die Fresse bekomme. Gerade wenn es um den Bau der Röhre nach Flopstadt geht. Da kann ich jeden Cent gebrauchen. Ich habe aber keine... Ich habe keine Riesen. Keine Riesenmünze bekommen. Naja, nicht so schlimm. Ich nehme jetzt hier mal Mario, weil es hier vorne irgendwie so Blöcke sind. Ich muss jetzt hier wirklich genau aufpassen, was ich tue. Okay. Hier ist noch eine Röhre. Die könnte vielleicht ein Secret beinhalten. Das Problem ist, meine letzte Aufnahme liegt jetzt halt ein bisschen weit, quasi ein bisschen in der Vergangenheit. Das heißt, ich weiß es halt einfach nicht 100%. Ob ich all das jetzt hier schon mal gesehen habe oder ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise neu für mich ist. Aber seht ihr es im Hintergrund? Da ist eine Röhre im Hintergrund. Und ich will wissen, was da abgeht. So, ich hoffe, der Dude da oben verschwindet schnell wieder. Okay, so viel dazu. Oh lol, ich habe den erwischt? Mit meinem Sprung nach oben habe ich ihm Damage gemacht? Ich wusste gar nicht, dass das geht. So, ja, da geht's rein. Ich wusste doch, dass ich hier in den Hintergrund kann. So, die Frage ist nur, wofür habe ich all das gemacht? Hier ist nämlich noch eine Röhre. Das führt uns hier nach unten. Okay, da ist hier eine Röhre. Und die bringt uns, oho, okay, an einen ganz neuen Ort. Und jetzt, oha, jetzt scheint die Sonne hier übelst rein. Ich düse mal hier ein bisschen zur Seite. Ah ja, Freunde, die Sonne. Und wer, was bist du? Warte mal, da gehe ich direkt mal hier in die, diese Dimension. Okay, ich denke, ich muss den Gegner erledigen. Dann wollen wir doch mal schauen. Warte mal, ich nehme mal hier den Hammer-Dude. Ihr Knüppel, weil wenn der mal auf mich zufliegt, dann kann ich ihn vielleicht einfach in die Fresse boxen. Okay, ich habe ihm einen Damage gemacht, ich habe ihm noch einen Damage gemacht. Okay, aber der ist super strong. Okay, was muss ich tun, Freunde? Was bist du für ein Wesen? Was bist du für ein Wesen? Ja, er ist tot. Da kam sogar eine Superfangkarte raus. Na, sieh mal einer an. Die nehme ich gerne mit. Und was bist du? Eine Peach-Karte. Ja, nicht schlecht. Da bin ich doch. Da bin ich doch safe dabei. Bitte lass dich hiervon nicht stören, Guys. Ich kann leider nichts dagegen tun. Es ist die Mittagszeit. In der die Sonne reflektiert genau auf das Fenster gegenüber von mir. Und das scheint jetzt hier rein. Das ist mir super unangenehm, Guys. Vielleicht, ja, der Vorhang bringt hier leider nicht so viel. Das ist super nett von dir gemeint, aber das Licht ist too strong. aber ein bisschen Tageslicht kann das Gamern ja auch nicht schaden. So, was ist jetzt hier drin? Okay, hier geht's weiter. Das kommt mir doch alles sehr bekannt vor. Doch, wir waren hier schon. Warum bin ich hier? Muss ich vielleicht einfach wieder zu dieser Königin? Ist das meine Aufgabe? Nehme jetzt hier mal wieder den Pixo. Falls die hier wieder erscheinen. Nee. Hä, kann ich da nicht rein? You serious? Oder kann Luigi keine Röhren? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Als ob die Röhre hier für'n Arsch ist. Die Röhre ist für ein Arsch. Ach, klar! Weil wir ja hier dann dieses kleine Gör gefunden haben. God damn it! Ich mache hier so viel Müll. Den wir alle gar nicht brauchen. Könnte heulen. Ah, und war hier nicht dieser Sprung nach unten? Genau, wo ich immer auf den Stacheln lande?
Ich erinnere mich, Freunde. Ich erinnere mich hieran. So, genau, aber jetzt stehe ich hier schon wieder. Wie ein Profi. So, du hältst die Schnauze. Die Röhre könnte ich nehmen, aber jetzt gehe ich erstmal hier rein. Ich will unbedingt wieder zur Königin. Hier ist der Fährmann. Hier ist der Fährmann. Die hat mir sogar in die Kommentare geschrieben, Guys, dass ich mit Surfer hier übers Wasser düsen kann. Ist das korrekt? Okay, das ist ja mal mega cool. Warum zur Hölle sollte man diesen Fährmann bezahlen? Einfach nur, weil das Spiel einem Angst macht, ne? So, aber vielleicht sagt die Königin dann, hey, da seid ihr ja schon wieder. Ich habe hier übrigens ein reines Herz gefunden. Und dann schenkt sie uns das einfach, ne? Who knows? So. Hi, ich bin wieder da. Willkommen. Moment, wieso bist du zurückgekehrt? Ihr seid Königin Mortimi? Mein Name ist Tippi. Mario und ich sind befreundet. Wir sind gekommen, um das in dieser Welt versteckte reine Herz zu finden. Wie bitte? Ihr sammelt reine Herzen? Wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht seid ihr sogar die Helden, die im Prognostikern erwähnt werden. Aber seid ihr wirklich die Legendären? Bedeutet das, dass ihr ein reines Herz von uns habt, Königin Mortimi? Der Aufenthaltsort des reinen Herzens unterliegt strengster Geheimhaltung. Es tut mir leid, aber ich kann euch leider nichts zu diesem Ort sagen. Vielleicht kann euch aber Opapi in oben droben weiterhelfen. Mutter! Ah, nee, die. Mutter! Sorry. Meine Sachen sind gepackt. Ich bin bereit für die Rückreise nach oben droben. Oh, du bist zurück. Wurde dein Spiel diesmal wahrhaftig beendet? Da fällt mir ein, könntet ihr Helden, liebe die nicht nach oben droben mitnehmen? Sie zurückbringen? Wieso benötigt ihr dazu unsere Hilfe, Hoheit? Ein Monster befand sich einst hier unten in Gefangenschaft, aber ein Erdbeben hat es vor kurzem befreit. Diese neu gewonnene Freiheit nutzt es aus und macht unser Hoheitsgebiet unsicher. Ich kann meine Tochter doch nicht allein gehen lassen, solange dieses Monster alle Gebiete meines Reiches unsicher macht. Begleitet ihr sie, öffne ich euch gerne den Weg nach oben droben. Ich werde Opapi ausrichten, dass ihr kommt. Ihr könnt ihm dann Fragen zum reinen Herzen stellen. Was denkt ihr? Ich würde sagen, das ist eine gerechte Übereinkunft. Alles fürs reine Herz. Ich danke euch. Dieses Monster macht uns ganz schön zu schaffen. Die Demons und ich haben alle Hände voll zu tun, den Ärger an Grenzen zu halten. Okay. Ihr schafft uns eine riesige, beeindruckende Tür. Geht einfach durch diese Tür und dann immer nach oben, um oben droben zu erreichen. Und achtet darauf, dass ihr das liebe, die sicher bei Opapichen, Opapi ankommt. Aber schließt eure Augen beim Aufstieg, sonst erliegt ihr noch meinen Liebreiz. Bitte, er ist nicht so oberflächlich. Wer bist du denn, das Fräulein mit der scharfen Zunge? Etwa eifersüchtig? Schmachtet das kleine Fräuleichen dem bärtigen Herren vielleicht hinterher? Und wenn, schmachtet sie wohl mehr an? Den roten Herren oder vielleicht den grünen? Wie bitte? Ich? Werden die Bäckchen des Fräuleins etwa rot? Meine Liebe, heiß wie tausend Sonnenbrennen, tief im Inneren des Herzens dieses Fräuleins. Da gibt's keine Zweifel. Nun, wie auch immer. Schön in Bewegung bleiben. Oh boy. Hier gibt's ja richtigen Zickenkrieg um Mario, oder was? Oh, what? Das Level ist schon vorbei. Ja, Bombe, ey, dann passt es ja mega, dass wir heute so viel in Flipstadt gemacht haben. Wenn quasi Kapitel 7.1 hier an der Stelle schon vorbei ist. Wenn ich das in einem Part gemacht hätte, das wäre ja lächerlich gewesen. Optimal! Ein optimaler Partverlauf, Freunde. Und was auch immer jetzt in oben droben abgeht und im gesamten 7. Kapitel, welches Riesenmonster hier sein Unwesen treibt und ob wir das reine Herz finden, ne? Fragen über Fragen. Wir fahren es beim nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Unfassbarer Support kommt noch von Seon Kimura, Lord Ryoma und von Hyn Nicolas MP. Vielen Dank euch, dass ihr das alles hier unterstützt.